Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Sparkassen Stadtlauf visiert 1000 Teilnehmer an. Ossi-Party im Hasenwald, Jung und Alt feiern gemeinsam und zum 9. Mal ging es hoch hinaus in Marienthal. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, es ist Dienstagabend und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Ein sportliches Event, welches sich in den zurückliegenden Jahren zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Muldestadt gemausert hat, ist der Sparkassenstadtlauf. Am 14. Mai startet die mittlerweile 13. Auflage. Dieser Tage haben die Macher die Medienvertreter eingeladen, um über den Stand der Vorbereitungen zu informieren. Besonders seitens der Stadt Zwickau freute man sich, dass nach pandemiebedingter Auszeit und einer terminlichen Verlagerung im letzten Jahr dieses sportliche Event nun wieder im Frühling stattfinden kann. Sowohl kleine als auch große Läufer können sich dann beim Walking und Nordic Walking, beim Bambini-Lauf, dem Firmenlauf und Schülerläufen sowie dem Hauptlauf auf die unterschiedlichsten Strecken begeben. Der Sparkassenstadtlauf gilt als das Highlight der diesjährigen Laufsaison. Also erstmal sind wir glücklich, dass wir im vergangenen Woche schon zwei Laufveranstaltungen erfolgreich über die Bühne bekommen haben. Wir haben den ersten Lauf unserer Stundenlaufserie absolviert im Sportforum Sayus mit über 250 Teilnehmern. Und wir haben am gestrigen Tag im Marienthal den Hochhaustreppenlauf unseren 9. gemeinsam mit der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft hier in Zwickau und der Berufsfeuerwehr organisiert mit insgesamt 170 Teilnehmern. Jetzt steht der Zwickauer Sparkassenstadtlauf an und natürlich funktioniert sowas noch mit Partnern und Unterstützern. Ja, der Sparkassenstadtlauf ist natürlich in der Organisation bei uns im Verein doch der Höhepunkt des Jahres. Und wir haben im vergangenen Jahr Corona-bedingt den Oktober schieben müssen, sind jetzt wieder im Monat Mai angelangt. Also am 14. Mai freuen wir uns, dass wir wieder diesen Sparkassenstadtlauf präsentieren können. Die 13. Auflage in dieser Form. Und haben uns natürlich im Vorfeld schon mit Unterstützung der Stadt Zwickau, den verschiedenen Ämtern, wieder bemüht, genügend Partner ins Boot zu setzen. Natürlich in erster Linie die Sparkasse hier in Zwickau, aber auch andere Partner, die beispielsweise für die Namensgebung unserer Läufe, Volkswagen Sachsen und die Barmer hier in Zwickau, nach wie vor zur Verfügung stehen. Und darüber hinaus uns durch den Ausfall oder dass einige Partner der vergangenen Jahre uns nicht zur Verfügung stehen konnten, auch einige neue ins Boot setzen konnten, so beispielsweise die Firma Bendix oder auch ein Ingenieurbüro hier in Zwickau. Und da sind wir natürlich sehr glücklich darüber. Das sind natürlich auch logistische Herausforderungen. Wir haben es heute gehört, es fährt eine Straßenbahn, die quer Zwickau und die SVZ spielt da trotzdem mit. Ja, und das ist die andere Geschichte, wo wir ja heute drüber gesprochen haben, dass wir also glücklich waren, Matthias Merz und ich, er als Vertreter der Stadt und ich als Cheforganisator in dieser Form, dass wir gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der SVZ, mit dem Geschäftsführer der SVZ eine Lösung finden konnten, dass also der Schienenersatzverkehr in einem gewissen Zeitfenster zu diesem Stadtlauf gewährt sein muss. Und dass also uns auch die Freigabe dafür erfolgte, weil nämlich klipp und klar die Polizei natürlich nur den Lauf irgendwo genehmigen wird, wenn die Straßenbahn zu diesem Zeitpunkt der Schienenquerung nicht fährt und also als Schienenersatzverkehr im Grunde genommen garantiert wird. Es ist ja so, dass über die Jahre dieses Event gewachsen ist. Wir haben den Bambini-Lauf, wir haben die Firmenläufe. Wie sieht es denn mit den Anmeldungen aktuell aus? Ja, zurzeit, wie so eigentlich üblich, die vergangenen Jahre, so knapp 3 Wochen vor dem Event, 225 Anmeldungen. Aber wir sind trotzdem optimistisch, dass es uns auch in diesem Jahr wieder gelingen könnte, die 1000er Teilnehmerzahl zu erreichen. Wir haben im Vorfeld doch einiges getan, haben uns nochmal an die Schulen, insbesondere an die Kindereinrichtungen gewandt, dort auch wieder Leute zu akquirieren, die uns im vergangenen Jahr vollends weggebrochen waren. Und
natürlich insbesondere auch für den Firmen- und Vereinslauf, wo wir also die Unternehmen angeschrieben haben über diese Wirtschaftsbriefe, die also monatlich rausgegeben werden von der Wirtschaftsförderung hier in Zwickau, sodass wir also hoffen, dass aus den Betrieben noch einiges kommt. Und es gibt schon gute Zeichen dafür, also die Sparkasse Zwickau oder das Städtische Klinikum hier in Zwickau oder auch Volkswagen Sachsen, die also mit vielen Teilnehmern dann am Firmenvereinslauf teilnehmen werden. Auch dem größten Arbeitgeber der Region ist es eine Herzensangelegenheit, zum Gelingen des Events beizutragen. Zum zweiten Mal, nach einer sehr tollen Veranstaltung im letzten Jahr, freuen wir uns besonders, dass wir wieder mit dabei sein können. Aus mehreren Gründen. Zum einen sind wir als Unternehmen eng verwoben mit der Stadt Zwickau, freuen uns, dass wir da mit beitragen können. Zum anderen sind uns natürlich die Schüler und Jugendläufer, also der Nachwuchs, ein echtes Anliegen. Das wollen wir gerne unterstützen. Ich kann an der Stelle einfach nur Werbung machen dafür, also an alle Schüler und Jugendlichen, die teilnehmen wollen. Es gibt tolle Preise, glaube ich, für die gute Leistung da an der Stelle auch mitbringen können. Aber wir tun auch noch mehr. Wir möchten gerne, dass unsere Mitarbeiter ebenso in der Stadt mit beitragen, mit da sind. Herr Halberer, ich kann Ihnen schon versprechen, dass wir in diesem Jahr mit deutlich über 100 Teilnehmern da sein werden und den Kronmarkt da auch bevölkern werden. Also ich hoffe, dass das für alle und für die Veranstaltung auch eine gute Sache wird. Und wir haben natürlich noch das Führungsfahrzeug aus dem Haus Volkswagen dabei, voll elektrisch, sauber durch die Innenstadt und leise. Ich denke, das sind Dinge, die wirklich gut zusammenpassen und freue mich, dass das in diesem Jahr wieder gelingt. Mit vor Ort war natürlich auch der Namensgeber des Events. Die Sparkasse Zwickau agiert in unserer Stadt als Unterstützer für Kunst, Kultur und natürlich den Sport. Vorstand Andreas Vormann freute sich, dass dieses Event jetzt wieder im Frühling stattfindet. Für ihn ist es eine Premiere. Ja, so ist das. Ich freue mich total. Es ist für Zwickau ein tolles Ereignis. Es machen ganz viele mit. Wir hoffen auf eine hohe Teilnehmerzahl. Wir sind doch als Sparkasse dann am Kornmarkt den ganzen Tag präsent. Ich bin dabei. Also macht richtig Spaß. Freue mich. Und Sie haben es schon gesagt, Sie haben natürlich auch ein paar Überraschungen, die Sie vorhalten. Für diejenigen, die sich dann stärken wollen, gibt es auch was? Sie haben einen Stand direkt am Kornmarkt? Genau, wir haben einen kleinen Stand, ein paar, ich sag mal, witzige sportliche Betätigungen und ein bisschen was zu naschen. Für die Nichtsportler ist auch dabei, also von daher wird es sicherlich ein runder Tag. Eingebunden zum Sparkassenstadtlauf ist auch der Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau. Nachdem letztes Jahr wir mit Einzelpersonen dort gestartet sind als Sportstättenbetrieb, werden wir dieses Jahr auch versuchen, den Firmenlauf erfolgreich zu gestalten. Wir werden also da mindestens ein Team an den Start bringen. Ich hoffe sogar noch auf ein bisschen mehr. Das Thema Gesundheitsmanagement auch bei uns im Sportstättenbetrieb steht schon in unserem Namen und wir werden das auch versuchen, dort an diesem Tag mit umzusetzen. Einmal auf der sportlichen Seite, auf der anderen Seite werden wir natürlich organisatorisch, was das ganze Thema Absperrung, Absperrmaterial, dort mit zwei Mitarbeitern im Einsatz sein. Und wir sind sehr dankbar als Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau oder als Stadt allgemein, dass wir so einen engagierten Verein haben, der so viele Laufveranstaltungen dort immer wieder ins Feld führt. Wir haben selber letzten Mittwoch den Stundenlauf, habe ich mit teilgenommen. Das war erfolgreich. Gestern am Treppenlauf habe ich mich auch probiert. Es hat wie immer wehgetan, aber es war hervorragend und auch die Teilnehmerzahl hoffe ich einfach auch, dass das jetzt hier zum Stadtlauf, dass wir an diese Tausendermarke kommen. Das hätte einfach die Veranstaltung verdient. Ich kann es nur sagen, ich habe es auch, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt. Ich finde es immer wunderschön, wenn man nach Zwickau reinkommt und man sieht alle in Sportsachen und mit Laufschuhen und man macht da ein Event draus. Und sind wir sehr dankbar als Sportstättenbetrieb und unterstützen das natürlich gerne. Auch wenn Zwickaus Oberbürgermeisterin nicht selbst an den Start gehen wird, betonte auch sie die Bedeutung des Laufes für die Stadt. Außerdem wertschätzte Konstanze Arndt die Arbeit der Sportvereine. Integriert ins Event ist auch die Barmer als Namensgeber des Firmenlaufes. Mit einem Stand und einem Team vor Ort wird man das Event unterstützen. Natürlich hoffen die Veranstalter auf eine rege Beteiligung. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 7. Mai. Online ist dies auch noch bis zum 10. Mai möglich. Für ganz kurz Entschlossene besteht auch noch die Möglichkeit, sich am Veranstaltungstag vor der Mensa der WHZ anzumelden. Alle Teilnehmer dürfen sich am Ende über eine Finisher-Medaille freuen, die als Motiv das Gewandhaus hat. Alle Informationen zum großen Stadtlauf gibt's auf der Seite der Stadt Zwickau und der des SV Vorwärts Zwickau. Dann sehen wir uns am 14. Mai hoffentlich bei bestem Wetter. Jede Generation ist im Kleidungsstil, aber auch in der Musik von ihrer Zeit geprägt.
Die Menschen hier in unserer Region, die jetzt 50 oder über 60 Jahre alt sind, haben das Leben im Arbeiter- und Bauernstaat aktiv miterlebt. Sicher gab es da die Mangelwirtschaft, viele fühlten sich eingesperrt, aber feiern konnten die Kinder der DDR. Und es waren die Musikschaffenden, die tolle Songs veröffentlicht haben. Wenn man genau hingehört hat, gab es da auch versteckte Botschaften. Um genau diese Musik am Leben zu erhalten, gibt es hier Veranstalter, die in ihren Locations die Titel von City, den Pudis oder Karat spielen. Eine Party-Location, die es noch gar nicht so lange gibt, ist die direkt hinter dem Waldhaus in Ebersbrunn. Der Hasenwald, benannt nach seinem Betreiber Heiko Hase, bietet vielfältige Möglichkeiten im kleinen Rahmen, aber auch ganz groß zu feiern. Am vergangenen Samstag hatte man hier zur Ossi-Party geladen. Es war das perfekte Wetter. Platz genommen hatten die ersten Gäste auf den Freisitzen. Zeit für uns einmal nachzufragen. Heute Ossi-Party im Hasenwald. Ihr seid zünftig gekleidet, aber eigentlich könnt ihr was damit anfangen mit diesen Uniformen. Ihr seid doch viel zu jung. Nee, sonst würden wir es ja nicht tragen. Also wir sind eine Gruppe, die die Sachen sammeln und uns auch mit der Geschichte auseinandersetzen. Unsere Eltern, unsere Großeltern, so wie es war. Und das nach außen hin auch gerne repräsentieren wollen, dass es in Vergessenheit gerät sozusagen. Die Uniform von damals, wie sich so gekleidet wurde und so weiter. Ja. Wir lieben alle Ostrock und deshalb sind wir heute hier. Zwischenzeitlich füllte sich das Gelände und es zog der Duft von frisch gegrillten Rostern durch den Hasenwald. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner hat sich eine junge Frau der Party-Location verschrieben und macht das mit ganz viel Herzblut. Das Wetter ist heute perfekt, die Leute sitzen noch draußen, essen noch was Leckeres vom Grill und wir freuen uns. Ich denke, es wird ganz, ganz toll heute. Wir haben es schon gesehen, einige kommen in Uniformen, Kittelschürze, also die Leute haben das Motto echt aufgegriffen. Ja, da freuen wir uns natürlich auch ganz sehr, weil es gibt ja wenige solche Motto-Partys auch in der Umgebung und bei uns wird es immer sehr, sehr gerne angenommen. Aber auch die jungen Leute sind gekommen und das ist eigentlich toll, dass sie diese Ostmusik auch noch leben oder das von ihren Eltern übernommen haben. Definitiv, ganz, ganz toll. Aber ich muss auch sagen, wir haben generell hier ganz oft sehr gemischtes Publikum, von jung bis alt, ganz, ganz, ganz liebe Gäste haben wir. Dann waren es die altbekannten, vertrauten Titel, die der DJ eigens für die Ossi-Party ausgesucht hatte. Also ich bin dort Matze, ne? Mein großer Name ist DJ Dax, ne? Ich bin heute also hier im Hasenwald zu Gast und wie gesagt, heute ist Ostrock und Ossi-Party angesagt und heute, wie gesagt, Karat, Pudis, bisschen neue deutsche Welle und also alles, was so in die guten alten Ostzeiten bis vor der Wende gespielt wurde, versuchen wir heute hier auf die Tanzfläche zu bringen. Du bist ja eigentlich viel jünger, du bist ja in einer anderen Zeit groß geworden. Ja. Magst du trotzdem diese Musik, die vielleicht deine Eltern gehört haben? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin 4 Jahre in der DDR aufgewachsen, aber die Musik ist zeitlos und die kommt auch immer wieder und die spiele ich auch. Wie gesagt, ich mache es jetzt schon 5 Jahre, 6 Jahre Musik als DJ, so richtig offiziell, aber die Musik ist zeitlos, die kommt immer wieder. Die kann man auch jederzeit wieder spielen. Es war ja so, dass mit der Wende eigentlich keiner mehr die Titel aus dem Osten hören wollte. Ne? Du hast gesagt, Karat, die Pudis. Aber dann war es wieder so, dass man sich erinnert hat. Und wie du schon sagst, ich glaube, die Leute sind angekommen. Es sind ja auch jüngere Leute, die heute hierher gekommen sind, die das mögen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich hier in die Runde gucke, also ist auch mein Alter und jünger. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass die Musik für jeden Mann und jeden Manns Geschmack immer da ist. Und die wird auch nie enden, nie. Da kann kommen, wer will, welcher DJ auch immer. Die Musik ist zeitlos und die wird es immer geben, immer. Während sich die einen dann noch im Außenbereich der Party-Location vergnügten, begaben sich andere auf die Tanzfläche. Es waren letzten Samstag im Hasenwald vielleicht nicht die Massen, die gekommen waren, aber diejenigen, die da waren, sind geblieben und es herrschte eine tolle Atmosphäre. Dann bis zum nächsten Mal, wenn der Hasenwald wieder Party macht. Werbung. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei uns im Programm.
Eigentlich könnte ich diese Übung auch zu Hause machen, aber an den Geräten ist es viel effektiver. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Donnernder Applaus, nicht enden wollende Zugaberufe. Vor Glückseligkeit glühende Gesichter von tausenden feiernden Menschen, Gänsehaut und Emotionen pur. So enden auch heute noch die Konzerte von Kultstar und Musiklegende Matthias Reim. Seit mehr als 3 Jahrzehnten gehört er zu Deutschlands erfolgreichsten und beliebtesten Künstlern, hat mit seinen unzähligen Hits Musikgeschichte geschrieben. Nun kommt Matthias Reim nach Zwickau. Am kommenden Sonntag um 20 Uhr gastiert er in der Stadthalle. Tickets gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder mit etwas Glück hier bei uns. Denn wir verlosen 2x2 Freikarten für das Konzert von Matthias Reim. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter den eingeblendeten Kontaktdaten und mit etwas Glück gehören die Karten Ihnen. Laufwerk von Hand für den Fuß präsentiert den regionalen Sport. Auch den Leichtathleten hat die Zwangspause der letzten Jahre kaum geschadet. Die Veranstaltungen sind wieder richtig gut besucht. Die Begeisterung ist da wie eh und je. So konnte der SV Vorwärts Zwickau wieder den traditionellen Hochhaustreppenlauf durchführen. Bereits zum 9. Mal. Sportler vom Kindes- bis ins Rentenalter nahmen wieder die 166 Stufen im Marienthaler Hochhaus unter die Laufschuhe. Der Parkplatz am Lidlmarkt in Zwickau-Marienthal war wieder proppevoll. Aber die Feuerwehrleute, die hier ihre Ausrüstung klar machen, helfen nicht bei einer Brand- oder Hochwasserkatastrophe. Sie sind Teilnehmer am 4. Feuerwehrtreppenlauf, einer Spezialdisziplin innerhalb des Hochhaustreppenlaufes, der, wie schon gesagt, zum 9. Mal stattfindet. Der SV Vorwärts Zwickau, die Zwickauer Berufsfeuerwehr und die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft als Eigentümerin des Marienthaler Hochhauses sind inzwischen auch bei der Vorbereitung ein echt eingespieltes Team. Ja, professionell. Also es ist ja so, das ist ja nicht unser erster Lauf. Das heißt, wir haben schon so unsere Routinen und Abläufe drin. Wir, das ist die GGZ, der SV Vorwärts und die Berufsfeuerwehr Zwickau, die gemeinsam also hier diese Veranstaltung organisieren. Wir treffen uns da im Vorfeld 2-3 Mal, besprechen alles, organisieren das. Und mittlerweile freuen wir uns wirklich über diesen Treppenlauf, sowohl den für die Normalstarterinnen und Starter, aber auch für die Berufsfeuerwehren, weil es ist unheimlich eine Erfolgsgeschichte geworden. Wir haben da ja mal angefangen, diesen Treppenlauf zu 50 Jahre Hochhaus Marienthal. Mittlerweile sind ein paar Jahre dazugekommen, Starter dazugekommen. Wir haben also auch gerade bei den Berufsfeuerwehren, die kommen aus Dresden, aus Görlitz, aus Leipzig, aus Zwickau,
Zwickau, aus dem Raum Zwickau. Also wird richtig sachsenweit angenommen. Wir haben bei den Tower Running Läufern viele, die deutschlandweit anreisen. Das heißt also, dieser Zwickauer Hochhaustreppenlauf ist eine richtige kleine Erfolgsstory und wirbt natürlich auch ein bisschen für unsere Stadt. Und nun ist es ja so, Hochhaus Marienthal, das Hochhaus, das ist ja eigentlich eher so die Wohnform der Großstädte. Wie ist das hier in Zwickau allgemein so angenommen worden? Naja, wir haben ja schon in Zwickau so einzelne Hochhäuser. Das war das erste Hochhaus, was also hier in Zwickau entstanden ist, mit diesen 10 Stockwerken. Mittlerweile, heutzutage sagt man, Hochhaus beginnt wahrscheinlich so in Dubai bei, weiß ich nicht, 60, 80 Stockwerken. Aber das ist auf alle Fälle ein Hochhaus mit 10 Stockwerken, war das erste, was wir hier in Zwickau hatten. Ist auch ein denkmalgeschütztes Gebäude mittlerweile und hat trotz alledem mit 30 Meter und 166 Stufen trotzdem seine Herausforderungen, die es erstmal zu bewältigen gibt. Wir sind in dieser Tower Running Serie jetzt nicht das größte oder höchste Hochhaus, aber ich finde, wir sind das, was auch wirklich Charme hat. Und ganz oben, da sagt mal einer, das wäre kein Ausblick. Doch um den zu genießen, muss man erst einmal bis hochkommen. Und während die Bewohner und ihre Gäste natürlich den Aufzug nehmen, geht es für die Treppenlaufteilnehmer, wie es der Name schon sagt, per Pedes nach oben. Erster Starter an diesem Tag in Marienthal war laut Starterliste Ralf Marienthal aus Auerbach in der Altersklasse M60+, gefolgt von Richard Maywald vom gleichnamigen Team. Im vergangenen Jahr war allenthalben zu hören, dass nach Corona und Energiekrise die Läuferzahlen sicher wieder steigen, aber wohl nicht so wie vorher. Ja, manchmal tut es gut, einen Irrtum einzugestehen. Ja, wir haben uns jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen geirrt. Wir müssten uns revidieren. Wir haben uns natürlich riesig gefreut, nachdem wir uns einig waren mit der GGZ gemeinsam, mit der Berufsfeuerwehr, dass wir also diese 9. Auflage und die 4. Feuerwehrauflage, ist es ja mittlerweile auch schon, in diesem Jahr wieder angehen wollen, dass die Teilnehmerzahlen, ich sag mal, so riesig sind, dass wir also von den Vormeldungen her an die Rekordzahlen vor Jahren irgendwo rankommen. Und das hat uns natürlich sehr freudvoll gestimmt. Inzwischen starteten auch die ersten Feuerwehrteams. Mit der Nummer 11 das erste Team der Berufsfeuerwehr Zwickau, Ingo Blut und Christian Grüner. Gefolgt von Tobias Halgasch und Sten Udolf vom Team Dresden West. Auch der Feuerwehrtreppenlauf ist inzwischen eine Erfolgsgeschichte geworden. Ja, wir haben das natürlich auch ein bisschen in die Runde getragen. Ich meine, das ist einer der wenigen Feuerwehrtreppenläufe, die es gibt in ganz Deutschland. Und es hat sich also rumgesprochen, die Leipziger, die Dresdner, ja, hier aus unmittelbaren Feuerwehren des Umfeldes. Und ist also ein schönes Teilnehmerfeld geworden in diesem Jahr. 25 Feuerwehren, die also hier zu Gast sind. Für diese Teams sind die Startnummern besonders wichtig, denn zu erkennen sind sie unter der Maske sowieso nicht. Und das ist ja das Besondere beim Feuerwehrtreppenlauf. Die Schutzkleidung ist nicht gerade ein dünner Trainingsanzug, die Ausrüstung wiegt mehr als 20 Kilogramm und das Atmen unter der Maske ist auch nicht gerade einfach. Das Geräusch übertönt sogar die anfeuernden Rufe von Manuela Krause, auch ein Urgestein der Zwickauer Leichtathletik, immer mit von der Partie. Oben angekommen ist für manche erst einmal die Batterie leer. Aber das muss man auch erst einmal schaffen. Selbst für die gut trainierten Kameraden der Berufsfeuerwehren ist es ein Erfolg, die 166 Stufen erklommen zu haben. Erst recht für die Kameraden von freiwilligen Feuerwehren, wie Florian Sickert und Nick Petrasch vom Team Ostsachsen. Beide gehören zur Freiwilligen Feuerwehr Bautzen. Ein schönes Gefühl, wenn man es geschafft hat, ne? Absolut, absolut geil. Gab es so eine Ecke, wo er gesagt hat, nee, jetzt will ich nicht mehr? Nee, tatsächlich nicht. Das Schwere war, wir sind zum ersten Mal hier als Team, das Schwere war einzuschätzen, wie hoch das Haus ist und seine Kraft richtig einzuteilen. Aber es war geil, geiles Gefühl. Na dann, erstmal runter mit der Ausrüstung, was trinken und ein bisschen ausruhen. Natürlich gab es auch wieder manch lustiges Bild aufzunehmen. Hier bindet Stefan Marienthal aus Ellefeld seiner Romy die Schuhe zu. So richtig Kavalier der alten Schule eben. Auch das Thema Motivation ist beim Sport wichtig und nicht nur als Plakat. Giovanni Prieto Medrano vom Team Tower Running Germany hat seinen Motivationscoach gleich mit.
Letzter Starter war mit der Nummer 150 Etienne Simon, der für die GGZ ins Rennen ging. Start! Bei den Siegerehrungen gab es in diesem Jahr neue Namen. Nummer 3 bei den Frauen Sandrine Hilker vom 1. SV Gera in 53,3 Sekunden. Nummer 2 Letizia Müller vom SV Vorwärts Zwickau in 51,2 Sekunden. Und der Sieg ging an Letje Gärtner vom SV Vorwärts Zwickau in glatten 50,0 Sekunden. Bei den Männern belegte Tim Maywald Schönborn mit 42,5 Sekunden Platz 3. Platz 2 ging an Adrian Bednarski von Power Running Poland in 42,4 Sekunden. Sieger wurde hier Franz Taubert aus Radebeul in sagenhaften 40,4 Sekunden. Bei den Feuerwehren siegte Catch Me If You Can vor der Berufsfeuerwehr Zwickau Team 3 und dem Team 2 der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Oberhohendorf. Allesamt unter einer Minute und das mit voller Ausrüstung. Die 9. Auflage des Treppenlaufes war wieder ein voller Erfolg. Nächstes Jahr gibt es dann das erste zu feiernde Jubiläum. Dann sind es 10 Jahre Treppenlauf und 5 Jahre Feuerwehrtreppenlauf. Werbung. Lust auf Veränderung in den eigenen vier Wänden mit einer ganz neuen Fensterdekoration? Dann sind Sie im Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf genau richtig. Mit 25 Jahren Fachkompetenz sind wir Ihr Ansprechpartner. Ob Maßanfertigung für jedes Fenster, hauseigener Nähservice, kostenfreies Aufmaß vor Ort, Deko-Ideen für jeden Einrichtungsstil und Montageservice. All das bieten wir. Bei uns erhältlich auch der Gardinenlift. Ermöglicht Gardinen auf- und abhängen ganz ohne Leiter und fremde Hilfe. Möchten Sie Ihre Fenster ins rechte Licht rücken? Mit einer Lichtschlittenmontage ist auch das möglich. Außerdem halten wir den passenden Sonnenschutz für Sie vor. Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf, direkt neben Sannhaus Mädler. Parkplätze gibt's direkt vor der Tür. Endlich Frühling und Zwickau blüht auf. Kommen Sie mit auf einen farbenfrohen Spaziergang durch die blumig dekorierte Zwickauer Innenstadt. Zwickau blüht auf. Frischer, bunter, schöner. WEWOBAU. Die mitgliederstärkste Wohnungsbaugenossenschaft in Zwickau ist ein verlässlicher Arbeitgeber mit attraktiven Leistungen. Die Mitarbeiter bewirtschaften einen Bestand von rund 5000 Wohnungen und kümmern sich engagiert um alle Belange ihrer Genossenschaftsmitglieder. Werden auch sie Teil des WEWOBAU-Teams. Für die Bau- und Projektleitung wird ab sofort ein Bauingenieur gesucht. Ihre überwiegend selbstständig auszuführenden Aufgaben umfassen beispielsweise die Beratung, Planung und Durchführung von Projekten, die Abstimmung mit Ämtern und Behörden oder die Begleitung von Leerwohnungsherrichtung mit Grundrissänderungen. Klingt interessant? Dann bewerben Sie sich jetzt bei der WEWOBAU. Auch ganz einfach online, bequem und schnell. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Ging das zu schnell?
mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil, auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 10 Monate gratis sichern auf pure.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch morgen sind wir von wirklich frühlingshaftem Wetter noch weit entfernt. Das Quecksilber quält sich bis auf 9 Grad. Mit einem Sonne-Wolken-Mix starten wir in den Mittwoch. Am Nachmittag zieht sich der Himmel zu, es soll aber trocken bleiben. Der Donnerstag wird ein recht freundlicher Tag. Bei Tageshöchstwerten knapp oberhalb der 10-Grad-Marke wechselt sich die Sonne mit wolkigen Abschnitten ab. Diese Temperaturen bleiben uns dann auch am Freitag erhalten. Der Westsachsenhimmel zeigt sich trübe und zugezogen. Immer wieder müssen wir uns auf Regenschauer einstellen. Diese Wetterlage können wir dann 1:1 auf den Samstag spiegeln. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell vom Dienstag. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Bis morgen an dieser Stelle. Machen Sie es gut. Tschüss.